Bonjour, Monsieur Dame, c'est un sacre de la chorale profane. Mein Hobby ist Altfranzösisch und der Titel dieses Podcasts ist Altfranzösisch. Ich lese momentan die Betriebsanleitung meines Fahrrads auf Deutsch, Englisch und Französisch vor. Notice d'utilisation originale pour vélo à assistance fischer électrique. Notice 2019. Vélo de ville, VTC électrique, VTT électrique. Und ich bin angekommen. Ich habe da ein Zeichen reingemacht. Bei Hinweise zu Elektrik und Elektronik. Ihrem Pedelec ist die entsprechende Bedienungsanleitung des Komponentenherstellers zum verbauten Antrieb beigelegt. Informationen über Bedienung, Wartung und Pflege sowie technische Daten finden Sie in dieser Anleitung sowie auf den Websites des jeweiligen Komponentenherstellers im Internet. Hinweise zu Elektrik und Elektronik ist es gerade. Die elektrische Anlage Ihres Pedelecs ist sehr leistungsfähig. Für einen korrekten und gefahrlosen Betrieb ist es notwendig, dass sie regelmäßig vom Fachmann bzw. Fischer-Kundendiensttechniker gewartet wird. Entnehmen Sie den Akku unverzüglich, wenn Sie Beschädigungen an der elektrischen Anlage erkennen oder gar zum Beispiel nach einem Sturz oder Unfall stromführende Teile offen liegen. Wenden Sie sich für die Reparatur, aber auch wenn Sie eine Frage oder Probleme haben bzw. einen Defekt feststellen, immer an unsere Service-Hotline. Fehlende Fachkenntnis kann zu schweren Unfällen und Schäden führen. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt und ohne ausführliche Einweisung mit Ihrem Pedelec umgehen. Machen Sie die Kinder auf die Gefahren im Umgang mit elektrischen Geräten vertraut. Beachten Sie, dass Sie mit einem Pedelec sehr viel schneller unterwegs sind als mit einem Fahrrad ohne elektrischen Antrieb. Andere Verkehrsnehmer schätzen dies eventuell falsch ein. Nutzen Sie Ihr Pedelec nur zu seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch. Wenden Sie sich bei Unklarheiten zum Einsatzzweck des Pedelecs an unsere Service-Hotline. Moderne Pedelec-Technik ist Hightech. Arbeiten daran erfordern besonderes Wissen, Erfahrung und Spezialwerkzeug. Führen Sie Arbeiten an Ihrem Pedelec nicht selber aus, wenden Sie sich bei Fragen zur Reparatur, Wartung und Instandsetzung Ihres Pedelecs an unsere Service-Hotline. Am Arsch, mehr sage ich dazu nicht. Also, und damit höre ich jetzt auf. Wenn ich irgendwas weiß, dass ich sicherer fahre, wenn ich mir das selber angucke. Ich sehe überhaupt nicht ein, warum ich das nicht selber reparieren darf. Die haben so eine Klatsche, das ist unglaublich. Instructions. About electrics and electronics. Instructions. With the ending of the German part, I have seemed to be instructed. Instructions about electrics and electronics. Your Pedelec is supplied. Supplied is much nicer than instructions. Your Pedelec is supplied with the corresponding operating manual for the integrated drive from the component manufacturer. For more information about the bike's operation, maintenance, upkeep and technical data, read the instructions manual along with the websites for each of the manufacturer's parts and app. You go straight up to the moon. The electrical installation of your Pedelec is very powerful. For correct and safe operation, it is necessary that this is regularly maintained by a specialist Fischer Costumer Software technician. Immediately remove the battery when you notice damage to the electrical system, particularly when live parts are exposed after an accident. Live parts.
please always use our service hotline for repairs. If you have a question for a problem or discover a defect, a lack of technical knowledge can lead to severe accidents, damage. Don't let children who are unattended ride the pedelec without first thoroughly instructing them on how to use it. Explain to children the dangers of using electrical devices. Keep in mind that on a pedelec you are traveling much faster than you would on a bicycle without an electrical drive. Other road users may misjudge this. Only use your pedelec for its intended use. If you are unclear about the pedelec's intended use, please contact our service hotline. The intended use for a bike is riding a bike. I must admit, if you're seeing this, there is no use of phoning Fisher customer service technician. Modern pedelec technology is high-tech, and working on pedelec parts require expert knowledge, experience, and specialist tools. Do not do any work on your pedelec yourself. Please use our service hotline if you have any questions about repairing, servicing, and maintaining your pedelec. I think it's a highly illegal company. Jetzt mal ohne schottisches Gehabe, es geht einem so sehr maßen auf den Sack, wenn sowas in Anleitung steht. Die haben alle nicht mehr alle Tasten schauen. Lese ich den Scheiß nochmal auf Französisch vor. Irgendwo hört nur noch der Spaß auf. Électricité et électronique. Votre VAE est livré avec la notice du fabricant de l'équipement électrique. Vous trouvez dans cette notice ses caractéristiques techniques et des informations sur son utilisation et son entretien, ainsi que sur le site internet du fabricant. Votre VAE est doté d'une assistance électrique très performante. Un entretien régulier est nécessaire pour une utilisation correcte et sans danger. Cet entretien est confié à un vélociste ou à un technicien de service après-vente Fisher. La batterie est retirée immédiatement en cas de dommages causés au circuit électrique. Ou bien si des éléments sans tension sont exposés, embriqués après une chute ou un accident, par exemple, briquet terminé. En cas de réparation, mais aussi si vous avez des questions ou s'il y a un problème ou si vous constatez un défaut, ne manquez pas de consulter notre assistance technique téléphonique. Des interventions intempestives peuvent provoquer des accidents ou des dommages matériels graves. Il ne faut pas laisser des enfants se servir de VAE seuls et sans leur avoir montré comment s'en servir au préalable. Ok. Il faut bien leur expliquer les risques d'utilisation d'appareils électriques. Attention, avec un VAE, on roule nettement plus vite qu'avec un vélo sans assistance et que cela n'est pas forcément perçu par les autres usagers de la route. Le VAE est à utiliser exclusivement pour
pour un usage conforme à ses destinations. En cas de doute sur l'utilisation qui peut être faite de votre VAE, consultez notre service technique téléphonique. Un VAE est un objet technique sophistiqué. Pour en tenir dessus, il faut en savoir faire de l'expérience et des outils spéciaux. N'intervenez pas vous-même sur votre VAE. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, wer so einen Scheiß in so eine Anleitung reinschreibt, hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Natürlich darf man sein Fahrrad selber reparieren. Ich habe einfach nur noch einen Hass auf solche Menschen. Ich weiß nicht, ich habe kein Auto, kein Geheimnis, ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad, wenn ich das nicht selber reparieren darf, sondern eine Woche drauf fahren muss, das ist eine einzige Unverschämtheit, damit geht es schon los. Und ich weiß wirklich nicht, warum man nicht einfach mal einen Platten selber pflegen darf. Und jetzt ist es so dermaßen der letzte Scheiß, was in so Anleitungen reingeschrieben wird, es macht nur noch wütend. Pour toute question en matière de préparation, d'entretien et de remise en état de votre VAE, n'hésitez pas à faire appel à notre service technique téléphonique. Demnächst mein Fahrrad zur TÜV-Abnahme. Es ist unerträglich, was da wieder an Scheiße reingeschrieben wird. Ich kann mich den ganzen Tag nur über so einen Scheiß aufregen.